Im Jahr 2017 gab es in Deutschland knapp 9000 Fitnessstudios. Eigentlich ein Ort, an dem gerade Frauen in sicherer Umgebung etwas für ihre Gesundheit tun können. Doch es kommt auch immer wieder zu Unfällen. Oh mein Gott, was passiert? Die scheiß Stange da oben, ey. Nicht anfassen, nicht anfassen. Warte jetzt, besser laufen lassen. Ist Krankmann gerufen worden, oder? Ja, kommt ach, gleich, kommt gleich. Warum ist die Stange kaputt? Hey Tobi, komm mal her. Jo, was ist los? Bring mal die Leute raus und guck mal, dass die Geräte alle in Ordnung sind, weil hier, guck mal, die Schraube ist total. Ach du Scheiße. Rüber. Ja, okay, mach ich. Hey Leute, einmal bitte alle mitkommen. Wir müssen einmal die Reihe verlassen. Komm mal alle bitte mit. Hat jemand schon angerufen, die Sanis? Ja. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist nicht nachvollziehbar. Deshalb ermitteln Polizeioberkommissarin Sarah Freitag und Polizeihauptkommissar Michael Klär. Die Stange ist ihr aus dem Kopf geknallt, wohl irgendwie. Wie auch immer das passieren kann. Oh ja, das ist auch. Und der hat sie im Katsch. Aber es ist auch alles verblutet. Ja, ein bisschen sauber, okay? Schraube fehlt. Können Sie uns einmal kurz erzählen, wie das alles passiert ist hier? Das ist eine Dame, die hier trainiert oder gehört die mit zum Trainerstamm? Oder? Ja, also ich leite ja diesen Kurs hier und ich habe nur gesehen, dass sie halt hier blutend plötzlich lag und habe mich total erschrocken, weil die Stange total schief hängt. Wenn ihr regelmäßig gewartet, hier scheint eine Schraube zu fehlen. Richtig. Jeden Morgen, bevor das Fitnesscenter öffnet, da kümmern sich meine Kollegen und ich drum und schauen uns alle Geräte an. Wo ist die Schraube denn? Haben Sie da was weggenommen jetzt? Nee. Als wir erfahren haben, dass die Dame sich an so einem Fitnessgerät verletzt hat, haben wir natürlich erstmal genauer geguckt, haben gesehen, an diesem Gerät fehlt eine Schraube. Mein Kollege Michael Klär hat dann auch sich ein bisschen umgeguckt. Da ist das so eine Schraube? Ja, wie Sie richtig, das ist so eine Sicherheitsschraube. Die kommt eigentlich da oben dran. Okay, aber wie ist die da jetzt hingekommen? Du, gutes Mal. Die ist angesägt. Ach, hier unten oder was? Die ist angesägt. Haben wir da noch umgeteilt? Da liegt noch was? Ja, sie. Ich krieg das dann mal oben rauf, dass man das einmal. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Da die Schraube durchgesägt wurde, steht für die Beamten fest, dass das Fitnessgerät sabotiert wurde. Im aktuellen Kurs ist die Geschädigte die Einzige, die dieses Gerät benutzt. Zweifelsfrei galt der Angriff ihr. Haben Sie mit irgendjemandem Stress? Sind Sie Mobbing-Opfer, Stalking-Opfer? Gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Dort oben wurde manipuliert. Das sieht nach einer gezielten Aktion aus. Das war Absicht? Wir ermitteln in alle Richtungen, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber gibt es irgendjemanden, mit dem Sie Stress hatten in letzter Zeit? Nein, ich bin jeden Tag hier. Meine beste Freundin ist ja auch immer mit trainiert. Beste Freundin? Haben Sie eine Idee? Ganz ehrlich, er. Wieso? Hat ihr gestern noch aufgelauert. Bis zur Umkleide ist er hinterhergekommen mit irgendwelchen Pralinen und so. Und dann hat der Internet noch. Hast du dein Handy dabei? Mhm. Gib mal Handy. Ja, einer der Umstehenden. Von dem wurde dann gesagt, dass der wohl der Geschädigten da irgendwelche Avancen gemacht hat. Das konnte die beste Freundin dann auch belegen. Die hatte im Internet von dem Herrn Martin Heimann in den Social-Netzwerken hatte sie dies gefunden. Und so hatten wir natürlich erstmal so den Eindruck, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Aber ich habe nichts damit zu tun, ihr da irgendwas manipuliert zu haben. Das würde ich Ihnen niemals antun. Ja gut, die Ausdrucksweise sieht schon etwas eigentümlich aus, ne? Ja klar. Können Sie das bestätigen, was ihr sagt? Ja, also, ja klar, aber ich fand das ein bisschen spooky, dass er mir halt gefolgt ist bis in die Umkleide. Aber dass er zu sowas fähig ist, hier irgendwas zu manipulieren, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn er jetzt, hätte ich gewusst, dass er so gekränkt ist und da diesen Hasskommentar geschrieben hat, dann hätte ich die Pauline angenommen. Das tut mir auch total leid. Ich wollte ihn ja nicht verletzen. Gegenüber dem Beamten gibt der junge Mann zu, in das Opfer verliebt zu sein. Er hätte ihr nie einen Schaden zugefügt. Auf Nachfrage bestätigt der Kursleiter, dass der Eingang zum Trainingsbereich kameraüberwacht ist. Wie lange geht das jetzt ungefähr so? Ich weiß gar nicht, ob man das auch vorspulen kann. Was war da jetzt? Genau, da war die Szene, da habe ich mich auf die Waage gestellt und habe mich gefreut, dass ich jetzt endlich mein Wunschgewicht habe, weil ich 5 Kilo abgenommen habe und das, obwohl ich gestern sogar meinen Cheat-Day hatte. Ja, okay, also 5 Kilo in 2 Tagen. Mhm. Ich stelle mir das ja immer vor, also 1 Kilo stelle ich mir immer als so ein Paket Zucker vor. Also es sind 5 Pakete Zucker. Also ich war auch überrascht. Ist das denn möglich? Ich bin Sportler, ist kaum möglich. Eigentlich nicht. Also Extremsportler unter hohem Wassermangel, wie schaffen das?
Der Gewichtsverlust lässt die Beamten vermuten, dass die Waage ebenfalls manipuliert wurde. Dass auch der Trainer über Nacht 5 Kilo verloren hat, bestätigt den Verdacht. Die Überwachungskamera muss den Täter erfasst haben. So, da ist jetzt noch nichts los, keiner ist da, ne? Mhm. Pia, du warst eher hier als ich? Ja, ein bisschen. Okay, da sind Sie schon mal mit Ihrer Trainingstasche, Sie waren ein bisschen eher hier. Und jetzt wiegen Sie sich nicht, sondern aha, suchen was. Oder was machen Sie da? Was machen Sie da? Haben Sie da irgendwas gedreht oder wie? Ja, meine Frau, wir können dort Fingerabdrücke nehmen. Wenn Ihr Daumen der letzte ist, haben Sie es definitiv verstellt. Wir haben es nicht nur auf Video, sondern auch als Fingerabdruck. Ich wollte ja nichts Wildes so. Die hat so fleißig die ganze Zeit trainiert. Die hat sich so fertig gemacht. Die hat manchmal echt so fast gar nichts gegessen an Tagen, weil ich teilweise von morgens bis abends, sie hat sich wirklich kaputt gemacht. Ich also, habe es nur so gut Freundschaft gemacht. Ja, natürlich. Und ich wollte einfach nicht, dass du dich so kaputt machst. Gut. Ich meine, du machst ja Fortschritte. Und aber sie sind ja auch noch, mit der Tasche sind sie ja auch noch weitergegangen. Also sie waren schon vorher praktisch in diesem Fitnessraum. Ja, ich habe mich vorher umgezogen. Aber sie sind ja die Einzige, die dann an diesen Geräten gewesen ist. Nee, ich war lange in der Umkleide und so. Ich bin eigentlich ziemlich gleichzeitig mit Dana reingegangen. Eins vorweg. Nur vorne kommt man rein. Es ist aufgezeichnet. Wir werden es überprüfen. Wenn Sie die Einzige drin sind, sind die Möglichkeiten, wer dort manipuliert haben könnte, ziemlich gering. Möchten Sie sich irgendwie weiter äußern dazu? Nein. Bei derart gelagerten Straftaten gibt es sehr oft eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Eifersucht, Rache, Wut ist da sehr oft ein Motiv. Hast du gesehen auf dem Video, wie sie ihn immer angeguckt hat? Und er hat ja nur Augen für ihre Freundin gehabt. Das ist mir aufgefallen. Und die einzige Tasche oder überhaupt, wie man hier so einen Gegenstand, so ein Werkzeug reintransportieren könnte, und das braucht man definitiv, das ist mit dieser Tasche. Wir fragen sie mal, ob wir mal reingucken dürfen. Mhm. Und ansonsten rückt sie schon in den Anfangsverdacht für mich. Die Polizisten informieren die Freundin, dass sie aufgrund des Tatverdachts ihre Tasche ohne ihr Einverständnis durchsuchen dürfen. Die junge Frau führt die Ermittler zu ihrem Spind. Gut, das ist die Tasche. Holen Sie die einmal bitte. Ich sehe schon, nee, lassen Sie mich mal ran. Ich sehe schon, da ist was drin. Was ist das? Ja, was ist das? Ne, war abgeschlossen, nur Sie haben den Schlüssel. Schlüssel war Andi. Du hast auch noch meine Personalien, weil du nicht ich nehme mal eben alles raus und wird das hier vorne mal eben abstellen. Dann kannst du das auch mal eben gleich sehen. Ich weiß nicht, so, da haben wir eine Eisensäge. Es handelt sich um diese Eisensäge, die. Mit der ist man durchaus in der Lage, diese Schraube in diesen Zustand zu versetzen. So, wollen Sie jetzt was dazu sagen? Können ich darf das jetzt nicht, oder? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir waren immer beste Freundinnen. Wir hatten immer klare Rollen. Immer klare Rollen. Du bist meine beste Freundin und so. Und so, seit wann fängst du an, mir Konkurrenz zu machen? Wieso Konkurrenz? Warum machst du mir Konkurrenz? Ganz ehrlich. Das ist doch klar, dass Andi für mich war. Für mich war. Du nimmst das, was übrig bleibt. Aber das muss so. Der Mann doch auch irgendwie mitentscheiden, wen er nein, mag. Nein, das ist ein Ding zwischen uns so. Ich suche aus und sie nimmt das, was aber ich übrig bleibt. Das als ist Konkurrenz. Halt so. Wir sind doch beste Freundinnen. Ja, wir waren auch keine Konkurrenz. Bis du anfingst hier jeden Tag Sport, Ernährung, dies, das und so. Du warst immer die kleine, moppelige, süße Freundin und so. Warum musst du mehr sein? Warum? Also solche Taten, die verurteile ich natürlich ganz arg. Zum einen ist da so ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen der Geschädigten und der Täterin. Und sowas nutzt man niemals aus. Das würde ich niemals machen. Ich kann meiner Freundin alles sagen und wenn mir irgendwas nicht passt, dann kann man das alles besprechen und dann kann die sich auch äußern. Aber sowas Hinterlistiges, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Also einem Unbekannten sowas anzutun, ist schon ein Tagesstück. Das der besten Freundin anzutun, ist moralisch noch eine Stufe höher. Ich nehme an, Hausverbot? Ja, richtig. Okay. Direkt. Alles klar. Hausverbot, dann packen Sie Ihre Sachen jetzt alle ein. No, das ist für Sie hier jetzt erstmal beendet, die Geschichte. Sie bekommen von uns Post. Die beste Freundin wird wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilt. Die Geschädigte erholt sich schnell von ihrer Kopfverletzung. Dabei hilft auch die gute Pflege ihres Fitnesstrainers, mit dem sie jetzt ein Paar ist.